Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Ostwind, den vierten Teil diesmal, nämlich Aris Ankunft. Und das ist ein sehr spezielles Thema. Warum? Das seht ihr gleich. Lasst schon mal gleich ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Was soll denn das werden? Das Gut Kaltenbach hat einige Probleme. Die Großmutter von Mika und Sam versuchen das Ganze irgendwie am Laufen zu halten, aber es funktioniert alles nicht ganz so gut, wie sie es gerne hätten. Ja, zudem kommt dann auch noch die junge Isabelle, eine junge Pferdetrainerin. Das Problem ist nur, dass sie nicht ganz so gute Absichten hat und eher versucht, das Gut sich unter den Nagel zu reißen. Dementsprechend müssen die sich da irgendwie gegenstellen. Das ist aber nochmal etwas schwieriger, denn Ostwind ist zurück und Mika kann ihrem Pferd nicht helfen, denn sie liegt im Koma. Und Ostwind ist schwer traumatisiert und lässt keinen an sich ran. Und da kommt die junge Ari ins Spiel. Das ist ein junges Mädchen, das schon durch die verschiedensten Pflegefamilien gegangen ist, weil sie halt ein eher schwieriger Fall ist. Natürlich, wie sie dann auf das Gut kommt, nämlich Fanny hat sie gerettet vor dem Kinderheim sozusagen und gesagt, dass dieses Gut halt eine Art Therapie für die junge Ari bereitstellen könnte. Und so kommt Ari dann auf das Gut Kaltenbach und trifft auch auf Ostwind. Und natürlich entsteht da eine besondere Beziehung und die beiden helfen sich sozusagen gegenseitig. Das ist so die Grundstory und man muss sagen, dieser Film ist ultra vorhersehbar. Also du denkst dir zu jeder Zeit, okay, jetzt wird das passieren und dann passiert das auch und jetzt wird das passieren und dann passiert das auch. Und das ist halt einfach super simple, vorhersehbare Geschichte. Die Dialoge sind ultra oberflächlich, kein Charakter bekommt wesentlich richtig Tiefe, also es ist wirklich rein von der Geschichte her extrem simpel und dementsprechend ist das einfach, wo man sich denkt so, wow, das ist selbst für einen Kinderfilm unterste Schublade, was die Geschichte angeht. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, also das ist wirklich, was ich mir dachte am Anfang, okay, das könnte vielleicht eine ganz nette Pferdegeschichte sein, aber es ist so super klischeehaft. Das blonde Mädchen ist die Böse und die will sich den Hof unter den Nagel reißen und solche Sachen eben. Das ist einfach alles ultra simpel nach Klischees und natürlich gibt es nur Ari, die dieses Pferd retten kann und dementsprechend, das ist halt echt keine gute Geschichte, nur 2 von 5 Punkten an dieser Stelle. Schauspielerisch haben wir da ein weiteres Problem, denn wir haben natürlich sehr dünne Dialoge. Und dadurch haben die Schauspieler auch nicht wirklich viel Spielraum, aber selbst diesen Spielraum für ein halbwegs okayes Schauspiel verspielen sie dann auch noch. Denn das Schauspiel ist zu keinem Zeitpunkt überzeugend, gut oder authentisch. Die junge Ari, also die Schauspielerin, die ist nämlich gespielt von Luna Payano, die kennen wir schon aus Papa Moll. Allerdings wurde sie da im Deutschen synchronisiert, weil sie halt aus der Schweiz kommt und Schweizerdeutsch dort gesprochen hat. Deswegen muss man sagen, dass die hier fast keine ernstzunehmenden Emotionen rüberbringen kann. Das Lachen und die Freude, das kriegt sie noch relativ gut hin. Aber so Verzweiflung, Angst und Nachdenklichkeit, sowas, das kriegt sie null rüber. Also das bringt sie null rüber. Die ganzen Emotionen sind alle super flach, gehen nicht in die Tiefe. Du denkst einfach, das ist halt eine Schauspielerin, die versucht hat, das zu schauspielern, aber es funktioniert einfach nicht. Die einzige, die so ein bisschen was Schauspielern angeht, ist dann Hannah Binke, die aber im Koma zu 90% liegt und da halt dann auch noch nach dem Motto, sie ist mental verbunden mit dem Pferd und dann findet sie Sachen manchmal gut und schlecht und dann im Koma fängt sie an zu grinsen und lauter so Zeug. Also aber zum Beispiel auch Amber Dongard, die Fanny spielt, die ist an sich auch ganz überzeugend und sonst ist aber halt das Problem überzeugend im Sinne von, dass es sie halbwegs authentisch spielt. Trotzdem sind die Dialoge unterirdisch insgesamt und insgesamt ist der Cast wirklich nicht gut. Sie bringen kaum Emotionen rüber, es wirkt alles flach und eher so amateurhaft gespielt. 2 von 5 Punkten an dieser Stelle nur.
Technisch muss ich sagen, hat das Konstantin-Film aber hier wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also da kann man nicht meckern, der Film sieht gut aus. Er hat tolle Aufnahmen, auch von den Pferden und dem Hof und alles. Also das funktioniert alles soweit gut. Da kann man nicht meckern. Das ist sauber, solide, gut produziert. 3 von 5 Punkten ist in Ordnung, weil das Problem ist halt aber auch, dass er nichts Besonderes macht. Er hat schöne Aufnahmen, aber das war es halt auch. Und zudem ist die musikalische Untermalung auch noch recht unterhaltsam. Also das ist auch noch sehr, sehr gut. Technisch kann man hier definitiv nicht meckern. Deshalb komme ich jetzt zu meinem Fazit und der Film hat einige große Probleme. Zum einen die schlechte Geschichte, die ultra dünne Geschichte mit flachen Dialogen. Kein Tiefgang darf man hier erwarten. Also ich dachte mir, ich bin eh schon nicht mit so großen Erwartungen reingegangen, weil ich mir dachte, okay, im Pferdefilm mal wieder. Aber dann, dass man noch so enttäuscht wird und du denkst dir im ganzen Kino, ja genau, ja, hat man sich schon gedacht. Sowas halt. Das ist halt, funktioniert, finde ich, für Kino nicht. Das ist vielleicht für einen Fernsehfilm okay, aber kein Kinoniveau, sowohl von der Geschichte als auch von den Schauspielern, weil das klappt alles irgendwie gar nicht. Das einzig Gute ist hier die Technik, wie ich schon sagte. Dementsprechend hier auch nur für die Empfehlung 2 von 5 Punkten, echt unterirdisch. Insgesamt sind wir dann auch bei gerade mal 9 von 20 Punkten, was halt wirklich unterdurchschnittlich ist. Und ich kann nur sagen, das ist keine Empfehlung für diesen Film, weil der Film auch so eine Art Schlussstrich gezogen hat. Zu den anderen Ostwind-Filmen, die ja sehr viel mit Mika zusammengehangen haben. Und dementsprechend hatten wir hier aber halt, dass die im Koma liegt, ist die eigentlich gar nicht präsent, sondern es geht nur um diese Geschichte von Ari. Also das ist wieder ein komplett neuer Handlungsstrang mit ein paar altbekannten Leuten. Dementsprechend, ja, ist es auch nicht wirklich so eine richtige Fortsetzung. Schon eine, aber eher so ein Spin-off. In dem Sinne. Dementsprechend, ja, kann ich nicht empfehlen fürs Kino, muss man sich definitiv nicht angucken. Das war's soweit mit der Kritik. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao! Aber wie soll ich ihm denn helfen? Reite ihn. Dann hilfst du uns beiden.